Hallo im Küchengarten. Heute gibt es ein Video zu einem Thema, das ich euch schon lange verspreche und bis jetzt noch nie geschafft habe, weil im Garten immer so viel zu tun war. Aber jetzt im Herbst und frühen Winter kann ich mich natürlich mehr auf meine Hobbys oder Projekte im Haus konzentrieren. Und zwar möchte ich euch zeigen, wie ich Seife selbst herstelle. Ich mache schon seit Jahren meine Seife zum Händewaschen oder auch in der Dusche selber. Das heißt, ich kaufe keine industriell hergestellte zu. Erstens ist das ein wirklich tolles Hobby. Wenn man einmal den Dreh raus hat, geht es ganz leicht. Man kann seiner Kreativität freien Lauf lassen. Man kann herausfinden, welche Öle und Zusatzstoffe der eigenen Haut gut tun. Und zusätzlich vermeidet man noch die ganzen schädlichen Inhaltsstoffe, die die industriell hergestellten Seifen möglicherweise enthalten. Und da gibt es wirklich einige. Die einfachste Herstellung einer selbstgemachten Seife ist einfach die Reaktion zwischen Wasser, Ölen und einer Lauge. Das werden wir heute auch machen. Bei kommerziell hergestellten Seifen wird das Öl oft durch ein Petroleumdestillat ersetzt. Diese können die hauteigene Entgiftungskur verhindern, dem Körper seine eigenen Öle entziehen und dadurch Hautkrankheiten wie Schuppen, vorzeitige Hautalterung und Trockenheit hervorrufen. Ich selbst bin jetzt auch kein Profi-Seifenhersteller. Ich habe vor ein paar Jahren von null angefangen und da hat mir das Internet wieder sehr geholfen. Es gibt wirklich sehr viele passionierte Hobby-Seifensieder und Siederinnen und da habe ich jemanden gefunden, der zu dem Thema erstens einen tollen Blog anbietet und zusätzlich auch noch ein sehr umfangreiches E-Book geschrieben hat, das ich euch sehr ans Herz legen kann. Ich zeige euch das kurz mal hier in die Kamera. Sieht man das? Ja, das sieht man. Ich verlinke euch das unten in der Beschreibung. Hier drin ist wirklich alles erklärt über die verschiedenen Inhaltsstoffe, Zusatzstoffe, die Pflegewirkungen und auch die Herstellungsverfahren der Seife. Ich möchte darauf heute gar nicht näher eingehen, sondern ich zeige euch einfach das komplett simpelste Rezept, was es gibt, was man mit Zutaten aus dem Supermarkt herstellen kann und wie ich es mache. Im Internet werden einige Seifenrechner angeboten, mit deren Hilfe man sich ganz einfach die Menge an Flüssigkeit und Natriumhydroxid, das man braucht, um die Lauge für die Verseifung herzustellen. Also mit diesen Seifenrechnern kann man sich's ganz einfach ausrechnen lassen. Ich habe hier drei verschiedene, die ich euch empfehlen möchte. Das ist hier einmal der Thula Seifenrechner, dann der Seifenrechner von naturseife.de. Dort gibt es eben auch das Naturseife E-Book, welches ich am Anfang verwendet habe, um mehr über die Herstellung von Seifen zu lernen. Und dann noch der Seifenrechner von Handmade by Katrin, der ist auch toll und einfach zu bedienen. Dieser hier ist sehr angenehm, wenn man ein bisschen mehr Informationen möchte, was die Öle bewirken in der Seife, welche Festigkeit, welchen Pflegegrad. Sehr angenehm. Ich werde heute diesen verwenden, weil ich ein sehr einfaches Seifenrezept mit euch machen möchte, und zwar das sogenannte 25er Rezept. Und zwar heißt es deswegen das 25er Seifenrezept, weil alle Fette und Öle zu 25% vorkommen. Es sind sehr einfache Öle, die ihr eigentlich im Supermarkt bekommt. Es gibt natürlich Abwandlungsmöglichkeiten. Wir machen jetzt wirklich hier was Einfaches, was einfach auch immer gelingt. Und zwar nehme ich hier 250 Gramm Kokosfett, das sind diese Blöcke, die man im Supermarkt bekommt. Dann 250 Gramm Rapsöl, 250 Gramm Olivenöl. Normalerweise würde man jetzt noch ein festes Öl, und zwar das Palmöl,
oder diese Frittierfettstangen aus dem Supermarkt verwenden. Das habe ich jetzt nicht, dann möchte ich nicht verwenden. Ich habe zufälligerweise Reiskeimöl. Ich verwende dieses hier. Ja, und hier könntet ihr eurem Rezept noch einen Namen geben. Ich benenne das jetzt 25er Rezept. Lauge berechnen, geht ganz schnell. Und hier sieht man jetzt das Ergebnis. Und zwar habt ihr hier oben die Gesamtmenge des Öls, das ich verwenden werde, ist 1000 Gramm, also 1 Kilo. Flüssigkeit, die ich brauche, sind 333 Gramm. Hier ist nochmal eine Zusammenfassung der Öle, die ich verwende. Und hier sieht man nun die Menge an Natriumhydroxid, das ich verwenden muss, je nachdem, welche Überfettung ich anstrebe. Hier seht ihr, was die Überfettung für Einflüsse hat. Ich möchte meine Seife natürlich fürs Händewaschen oder unter der Dusche verwenden. Also werde ich hier eine Überfettung von 9% auswählen. Das heißt, ich brauche 133,63 Gramm Natriumhydroxid mit 333,33 Gramm Wasser. Zuerst messe ich die Flüssigkeit, in meinem Fall Wasser, zum Herstellen der Lauge ab. Die Menge gibt ja das Rezept vor und ich wiege es in Gramm ab und nicht nach Volumen. Danach stelle ich die Flüssigkeit in den Kühlschrank, damit sie schön kalt bleibt, während ich mich in meine Schutzkleidung werfe. Denn wenn man mit Natriumhydroxid und Natronlauge hantiert, ist Sicherheit das A und O. Es ist wichtig, immer einen Neutralisator in der Nähe stehen zu haben, zum Beispiel Essig, wenn die Lauge auf die Haut oder auf die Kleidung spritzt, dass man sie so neutralisieren kann. Lauge kann starke Verätzungen hervorrufen, also immer höchste Vorsicht. Auch eine gute Belüftung des Arbeitsraumes ist wichtig, da auch die Dämpfe gefährlich werden können. Danach hole ich die gekühlte Flüssigkeit, in meinem Fall Wasser, aus dem Kühlschrank, um sie mit dem Natriumhydroxid zu vermischen. Bei dieser Reaktion entsteht sehr viel Hitze, deswegen ist es wichtig, gekühlte Flüssigkeit zu verwenden. Das Behältnis sollte hitzeresistent sein, damit es nicht zerplatzen kann. Glas ist weniger geeignet. Außerdem ist es immer so herum, dass das Natriumhydroxid langsam in die Flüssigkeit hineingerieselt wird, nicht umgekehrt, weil sonst die Gefahr von Spritzen besteht. Die Lauge hat nun 70 Grad. Sie muss aber auf 30 bis 50 Grad abkühlen, um sie mit den Ölen zu vermischen. Dazu stelle ich sie auf die Terrasse. Dort ist es schön kalt. In der Zwischenzeit habe ich die Zeit, mich um die restlichen Utensilien und Zutaten zu kümmern. Zuerst fette ich meine Seifenform aus, weil diese lege ich mit Plastik aus und so hält das Plastik nachher besser an den Rändern. Ich habe hier eine alte Kuchenform. Es gibt aber auch Formen aus Holz, aber ein alter aufgeschnittener Milchkarton würde es auch tun. Wichtig hier, das habe ich noch nicht erwähnt, ist, dass alle Utensilien, die ihr zur Seifenherstellung verwendet, nur mehr dafür verwendet werden und nicht mehr für Lebensmittel oder ähnliches. Danach schaue ich mal wieder nach meiner Lauge. 60 Grad, immer noch zu heiß. Es hat schon an die 30 Minuten gedauert, bis die Lauge abgekühlt war. Also gehe ich wieder in die Küche und mische meine Öle zusammen. Ganz nach Rezept. Zuerst das Kokosfett, von allem 250 Gramm. Dann das Rapsöl
das Reisöl, und zu guter Letzt das Olivenöl. Danach sehe ich wieder nach meiner Lauge, ob sie jetzt schon fertig ist für die Verseifung, für die Vermischung der Öle mit der Lauge. Ja, knapp unter 50 Grad, zwischen 30 und 50 Grad muss es ja sein. Also kann ich damit beginnen, meine Öle zu erwärmen. Diese sollten auch auf einer Temperatur zwischen 30 und 50 Grad sein. Kann man die Ölmischung und die Lauge vermixen, um die Verseifung einzuleiten. Super! Also kann es weitergehen im Programm. Nun gießt man die Lauge langsam in die warme Ölmischung. Beides muss ungefähr eine Temperatur von 30 bis 50 Grad Celsius haben. Und danach startet man die Verseifung, indem man das Gemisch zusammenmixt. Da eignet sich ein Stabmixer besonders gut. Wiederum Achtung, diesen Stabmixer dann nur zum Seifemachen verwenden, für nichts anderes mehr. Und das mischt man vorsichtig so lange, bis die Masse ihre Farbe ändert und eine Konsistenz von Pudding oder dickflüssiger Soße annimmt. Bevor man die Seife nun in die Form füllt, hat man noch Zeit, rasch die Zusätze hinzuzufügen. Ich werde lediglich einen Duft hinzufügen in Form eines ätherischen Öls. Und dieses mische ich mit dem Stabbesen zügig und gründlich unter die Seifenmasse. Man darf sich eben hier nicht zu lange Zeit lassen, weil die Seife sonst dazu neigt, zu fest zu werden und dann kann man sie nicht mehr schön in die Form füllen, sie würde klumpen. Nach dem Einfüllen der Seife in die Form decke ich diese noch mit einem Plastik ab. So verhindere ich, dass sich die sogenannte Seifenasche bildet. Das ist einfach ein weißlicher Belag auf der Seife. Der ist zwar nicht schädlich, aber nicht besonders schön anzuschauen. Nun lässt man die Seife 12 bis 24 Stunden abkühlen. An einem dunklen, kühlen Ort, hier bei mir ist es im Keller. Man schlägt die Seife allerdings in Handtücher ein, damit sie schön langsam und gleichmäßig abkühlt. Nach dem Ablauf dieser Zeit kann man prüfen, ob die Seife fest geworden ist. Das sieht man meistens auch schon, aber mit dem Finger merkt man das sofort. Danach kann man die Seife in Stücke schneiden.
Und diese Seifenstücke bringe ich dann wieder in den Keller, um sie dort reifen zu lassen. 3 bis 6 Wochen lang. Und schon sind eure eigenen selbstgemachten Seifen fertig. Ich lasse sie jetzt noch an dem kühlen und vor allem dunklen Ort, weil Sonnenlicht kann die Seife leicht ausbleichen, rasten, circa 3 bis 6 Wochen. Sie wären eigentlich schon nach 4 Tagen gebrauchsfertig, aber durch das Rasten lassen werden sie lagerungsfähiger und vor allem ergiebiger beim Benutzen. Deswegen mache ich das so. Ja, und danach kann ich mich einfach an herrlich natürlichen, selbstgemachten, gut duftenden, pflegenden Seifen erfreuen. Ich danke euch sehr, dass ihr mir wieder zugesehen habt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen Daumen rauf da oder einen Kommentar oder ein Abo für meinen Kanal. Bitte denkt auch daran, dass ab dem 1. Dezember der große Garten-YouTuber Adventskalender losgeht. Der startet traditionsgemäß auf Max Gartenkanal. Den verlinke ich euch gerne unten in der Beschreibung, wer ihn nicht sowieso schon kennt. Ich bin dieses Jahr das erste Mal auch mit dabei. Ich freue mich riesig, ich bin aufgeregt und hoffe, dass auch viele von euch vorbeischauen, um neue Kanäle kennenzulernen, an den Verlosungen teilzunehmen und einfach einen schönen Film zu schauen. Ich wünsche euch eine gute Zeit, bis wir uns wiedersehen, hoffentlich nächsten Mittwoch, ebenfalls hier bei mir im Küchengarten. Bis dann!